Ja, meine verehrten Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, alle, die jetzt auf welche Weise auch immer sich einschalten und möglichst nicht wegschalten. Eigentlich wollte ich ja nach Heiligenkreuz wieder gekommen sein, hatte mich sehr darauf gefreut, wäre auch mit meiner Frau zusammen gefahren. Und jetzt sitze ich bei mir zu Hause in meinem Arbeitszimmer, wie Sie vielleicht sehen können, und bin in Gedanken in Heiligenkreuz und bei Ihnen. Aber wir wollen ja an dem Vortrag festhalten und ich darf einfach für die Gelegenheit danken, in dieser Zeit etwas zu machen, was ich am liebsten mache, den Blick ins Neue Testament zu richten auf einen der wichtigen Texte, die vielen von Ihnen sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen sind, das Benediktus, um von dort her einen Zugang nicht nur zum Weihnachtsfest, sondern zur Christologie, zu unserem eigenen und tiefen Bekenntnis zu öffnen. Ich habe eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, die ich jetzt gleich einschalten werde und an der wir dann sozusagen entlang arbeiten, vielleicht aber auch ein wenig meditieren. Dazu muss ich jetzt den Bildschirm teilen. Das Licht aus der Höhe ist das Thema Jesus im Blickfeld des Benediktus. Und ich bin ausgegangen von einem der Schlussverse dieses Gebetes, zur Übersetzung gleich etwas mehr, durch das barmherzige Erbarmen unseres Gottes, in dem uns besuchen wird, das aufstrahlende Licht aus der Höhe. Welches Licht ist das? Welche Höhe? Wie und wo strahlt es auf? Ein Blick in Ihre Kirche, den mir Pater Thaddäus, der bei mir promoviert, ermöglicht hat. Ein Bild aus der Morgenmesse, das einem vielleicht einen architektonisch, einen ästhetisch, aber auch spirituellen Eindruck von diesem Licht vermitteln kann. Vorher noch haben Sie die Laudes gebetet. Das Benediktus gehört im Stundengebet der Kirche zu den Laudes, die am Morgen den Anbruch des hellen Tages preisen. Und diese Zuordnung, sie kommt alles andere als von ungefähr, sondern die Liturgie des Stundengebetes nimmt genau auf, was die Form, was den Ort, was die Gattung und die Metaphorik des Benediktus betrifft, aber auch was den Kontext im Lukasevangelium anbelangt. Und an einem Tag wie jetzt, kann man noch einen Schritt weitergehen und sagen, im Benediktus ist nicht nur immer der Anbruch des neuen Tages, sondern im Benediktus ist immer Advent und das Bild des Lichtes, das aus der Höhe aufstrahlt, das ist es, das uns leiten soll durch diese Vorlesung und vielleicht auch noch durch mehr als nur diese Vorlesung. Von welchem Licht ist hier die Rede? Die Antwort, dass es sich um ein Bild Jesu Christi handelt, liegt sehr nahe. Und ich will auch nicht dieses Bild zerstören, aber ich will es doch vielleicht aus einem besonderen Blickwinkel betrachten. Denn es ist ja hier doch eine andere Sprache als diejenige, die uns zum Beispiel aus dem Johannesevangelium begegnet, wo Jesus der Überlieferung nach sagt, ich bin das Licht der Welt. Es ist ein indirektes Licht, das uns hier anschaut und es ist deswegen auch eine Art indirekte Christologie, die uns begegnet. Und um diese indirekte Christologie, die aber sehr tief reicht und sehr weit führen kann, etwas genauer zu betrachten, würde ich Sie bitten, das Benediktus zunächst einmal im Duktus des Kindheitsevangeliums nach Lukas zu betrachten. Und an den Anfang stelle ich eine Lesung, eine Rezitation, wenn Sie so mögen. Bitte seien Sie nicht irritiert, wenn ich hier teilweise etwas anders übersetze, als Sie dies gewohnt sind. Das ist kein Ausdruck von Besserwisserei und ich bin auch nicht der Meinung, dass die liturgische Form des Benediktus irgendwie philologisch falsch wäre, aber meine Aufgabe als Exeget
ist ja immer doch auch noch mal einen anderen Blick zu wahren, nicht sozusagen aus Willkür heraus, sondern aus der Überzeugung heraus, dass der Blick zurück in die Schrift doch immer dann auch neue Zugänge zur Liturgie, zum Glauben der Kirche eröffnet. Und es ist eine Arbeitsübersetzung, also ich würde nie anstehen und sagen, so müsste ab morgen in Heiligen Kreuz und in allen anderen Kirchen der katholischen Welt gebetet werden. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung verschafft. Und er hat ein Horn unseres Heiles erweckt im Haus David seines Knechtes. So hat er gesprochen von Ewigkeit durch den Mund seiner Heiligen und Propheten. Rettung vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat Erbarmen erwiesen an unseren Vätern und seines heiligen Bundes gedacht, des Eides, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir furchtlos aus Feindeshand befreit ihm dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit all unsere Tage. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten, um seinem Volk die Erkenntnis des Heiles zu geben in der Vergebung der Sünden, durch das barmherzige Erbarmen unseres Gottes, in dem uns besuchen wird, das aufstrahlende Licht aus der Höhe, allen zu leuchten, die in der Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, um unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Soweit dieses Benediktus. Welchen Ort, welchen Platz hat es im Duktus des Kindheitsevangeliums? Lukas hat die Vorgeschichte Jesu sehr sorgfältig gestaltet. Einige werden es sicherlich schon kennen. Ich wiederhole es und möchte gerne den Ort des Benediktus genauer bestimmen. Die sogenannte Kindheitsgeschichte beginnt mit der Verheißung der Geburt des Täufers Johannes und sie wird fortgeführt mit der Verheißung der Geburt Jesu. Sie führt zur Erzählung von der Geburt des Johannes und sie führt zur Erzählung von der Geburt Jesu. Beide Erzählungspaare sind jeweils aufeinander zugeordnet und es ist völlig klar, dass hier das Prinzip der Steigerung herrscht von Johannes zu Jesus, Johannes der Vorläufer und Jesus der Stärkere, den Johannes ankündigt. Diese beiden Paare sind verbunden durch einen Weg, nämlich den Weg, den Maria macht zu Elisabeth, die Mutter Jesu zur Mutter des Täufers Johannes. Diese Bewegung Marias nimmt schon vorweg die Bewegung, die Zeit seines Lebens typisch für Jesus sein wird, der nicht wartet, bis die Menschen zu ihm kommen, sondern der sich selbst auf den Weg zu den Menschen macht. In dieser Komposition wird eine Welt beschrieben und eine Welt erschlossen. Lukas erzählt in seiner Kindheitsgeschichte, woher Jesus kommt. Er macht klar, wo seine Wurzeln liegen. Er macht deutlich, was Menschen seiner Familie ihm mit auf den Weg gegeben haben. Es sind ganz besondere Menschen, die in der Kindheitsgeschichte zu Wort kommen. Wir kennen sie aus der christlichen Frömmigkeitstradition heraus, die aber eben halt nicht im Vorfeld dieses Kindheitsevangeliums liegt, sondern durch das Kindheitsevangelium geprägt worden ist. Es sind jüdische Menschen, die zu Wort kommen. Es sind fromme Menschen, die ihre Hoffnung zum Ausdruck bringen. Es sind sozusagen die Stillen im Lande, die hier bei Lukas eine Stimme bekommen. Vom angefochtenen Glauben der Priester ist die Rede, Maria als starke Frau, die fragt und hört und ja sagt, noch einmal extra betont. Auch der spirituelle Sinn der Opfer im Tempel wird erwähnt. Und das heißt, das Judentum, so wie
es zur Zeit Jesu sich in Jerusalem, um Jerusalem herum gebildet hatte als Vorort des Glaubens an den einen Gott, dass dieses Judentum der einfachen Menschen, die eine messianische Hoffnung haben, das ist die Heimat, aus der Jesus kommt. Jesus wird nicht an dieser Heimat kleben, aber das, was ihm diese Menschen mit auf den Weg gegeben haben, das ist das, wovon und wofür Jesus selbst sich dann einsetzen wird, um sein Leben hinzugeben und diese Bedeutungen neu zu fassen. In diese Erzählungen sind nun auch geradezu kompositorisch gewollt Gebete einbeschlossen. Das erste ist das Magnificat, Maria zugeschrieben. Das letzte ist das Nunc Dimittis des Simeon und das zweite ist das Benediktus, das von Zacharias gesprochen wird bei der Geburt des Johannes, nachdem er auch gesagt hatte, dass oder geschrieben hatte, dass Johannes diesen Namen tragen soll. Das Nunc Dimittis antwortet, wie die anderen Kantika auch, auf das Gloria, das also eine andere Bewegungs- und Sprechrichtung hat, nicht aus dem geöffneten Himmel auf die Erde heraus. Alle anderen Gebete sind menschliche Gebete, die auf der Erde gesprochen werden und den Blick für Gott öffnet. Also eine ganz große Beziehungsgeschichte, ein Dialog zwischen Gott und den Menschen, in denen diejenigen Menschen einbezogen werden, die jetzt zur Sprache kommen mit diesen Lobgesängen, die mit Maria und Zacharias und Simeon sozusagen prominent, wenn ich so sagen darf, besetzt werden. Und diese Kantika leuchten mit menschlichen Worten, mit den Worten der Frommen, mit den Worten des Priesters, mit den Worten der Jungfrau, mit den Worten des Propheten aus, was geschieht, wenn Jesus auf die Welt kommt. Es sind keine Kommentare, so als ob die ursprünglichen Erzählungen nicht wirklich zu verstehen wären, sondern es sind eher so Art Tiefenbohrungen, die zu Wort kommen lassen, zur Sprache kommen lassen, was geschieht und die dann gleichzeitig den Horizont eröffnen, in dem erzählt wird. Im Benediktus öffnet sich die Zeit vor Christi Geburt der messianischen Hoffnung. Vor Christi Geburt gilt jedenfalls für das Magnificat und für das Benediktus. Diese Gebete werden von Menschen gesprochen in der Kraft des Geistes. Also nicht nur das gesprochen wird, sondern auch wer redet, wird durch die Erzählung geklärt. Alle diese Klärungen würden eine ganz eigene intensive Exegese erfordern. Ich zitiere einfach nur, wie Lukas hier seine Linien entwickelt. Elisabeth sagt über Maria, selig, die geglaubt hat, dass vollendet wird, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Da sagte Maria und es folgt das Magnificat. Also die Stimme eines Glaubens, der von Gott selig geheißen wird und in der Kraft des Geistes zu reden vermag. Von Zacharias heißt es in der Einführungsvers, und Zacharias, sein Vater, wurde vom Heiligen Geist erfüllt und redete prophetisch und sagte. Und von Simeon heißt es, er war gerecht und fromm und der Geist des Herrn war auf ihm. Also werden die Kantika von Lukas als prophetische Zeugnisse charakterisiert. Maria die Prophetin, Zacharias der Priester, der Prophet und Simeon, der weise Alte, der prophetisch redet. Und diese prophetischen Zeugnisse, die sind es jetzt, die dann auch das Bekenntnis zum Ausdruck bringen, um das es uns in diesem Vorlesung besonders gehen soll. Zacharias spricht als Vater des Johannes, der zum Täufer wird, vom Heiligen Geist erfüllt. Maria spricht als Mutter Jesu, der Sohn Gottes ist. In ihrem Gebet kommt zum Ausdruck, dass sie gesegnet ist und selig, demütig
und mit großem betraut. Simeon spricht sozusagen als Hoffnungsträger Israels, dem dann Hanna beipflichtet, die vom Geist in den Tempel geführt wird. Wie also die Psalmen, die traditionell dem inspirierten David zugeschrieben werden, so Jesus selbst nach dem Markus-Evangelium, sind die Kantika in der Wahrnehmung und Darstellung des Lukas inspiriert. Gottes Geist gibt sie ein. Das Spezifische der biblischen Inspirationsvorstellung ist aber, dass durch Inspiration der menschliche Geist nicht ausgeschaltet wird, sondern eingeschaltet wird. Es ist nicht so, dass durch Inspiration diese Menschen hier in eine Ekstase hineingeführt werden, in der sie nicht mehr selbst verstehen würden, was sie sagen, sondern ganz im Gegenteil, sie werden in ihrer Personalität zum Ausdruck gebracht. Sie beten so, wie sie sind. Nur Maria kann das Magnificat beten, nur Zacharias das Benediktus, nur Simeon das Nunc Dimittis. Und das hat nun Konsequenzen, wenn die Kantika der Kindheitsgeschichte heute und morgen von uns gebetet werden. Es sind nicht einfach nur Schrifttexte, die vorgelesen werden. Es sind schon gar nicht Gebetsworte, die man sozusagen selbst erfindet, sondern wer diese Gebete mitspricht, wird geführt zu den Menschen, denen Jesus sich verdankt. Er wird zu den jüdischen Wurzeln Jesu und der Kirche geführt, wenn die kleine Zuspitzung gestattet ist. Es sind jüdische Gebete mitten im christlichen Neuen Testament, was zeigt, dass die Kirche sich ursprünglich als Kirche aus Juden und Heiden versteht, was dann im Laufe der Zeit zu stark in den Hintergrund gerückt ist. Aber gerade das Stundengebet, auch mit dem Psalmen, ist einfach sozusagen die lebendige Wahrnehmung dieser tiefen Verwurzelung der Kirche in der Geschichte Israels. Und Inspiration im Benediktus wird Prophetie zum Gebet und Gebet wird zur Prophetie. Das heißt also auch, wer diese Gebete spricht oder singt, nimmt am Geist der Prophetie selbst teil. Geist der Prophetie heißt nicht nur, dass man in die Zukunft schaut, sondern heißt auch, dass man die Vergangenheit wahrnimmt und die Gegenwart genauer anschauen kann. Also sind die Worte dieser Gebete sozusagen lebendige Worte, die einfach die Wahrnehmungsfähigkeit, die Urteilsfähigkeit, die Unterscheidung der Geister, die Frömmigkeit, aber auch den Verstand schärfen und das Herz füllen. Das gehört halt zur Prophetie Israels dazu. Und das können wir sozusagen einen kleinen Schritt noch weiterführen, in dem nun auch deutlich wird, wie hier, bleibt jetzt vor allem beim Benediktus, diese prophetischen Zeugnisse charakterisiert sind. Wenn wir nämlich auf den Aufbau des Benediktus schauen, dann gibt es sozusagen einen großen Eröffnungsteil, der dem Lob Gottes gewidmet ist. Zacharias, sein Vater, wurde vom Heiligen Geist erfüllt und redete prophetisch und sagte, gepriesen sei, jetzt könnte ich nochmal stärkend sagen, er, der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung verschafft. Und in diesem Psalmton geht es weiter. Dann wird das Du in den Vordergrund gerückt. Du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen. Und zum Schluss ist vom Wir die Rede, durch das barmherzige Erbarmen unseres Gottes. Mit anderen Worten, allein durch die Gedankenführung und durch die Worte des Benediktus wird ein ganz starker Beziehungsreichtum aufgebaut. Derjenige, der spricht, Zacharias, verbirgt sich nicht, sondern wird durch Inspiration sozusagen zu sich selbst gebracht, ja auch von seinem Zweifel zur Artikulation des Glaubens, indem er sich vor Gott stellt.
Und er stellt sich vor Gott nicht alleine, sondern in Beziehung zunächst zu diesem Kind. Du Kind wirst Prophet des Höchsten heißen, dann aber auch zu dem Volk, aus dem er stammt und zu dem er gehört. Überall, wo das Benediktus gebetet wird, bleibt es bei dieser Linienführung. Wo stehe ich vor Gott? Wohin lässt mich Gott schauen? Zu diesem Kind, zu Johannes dem Täufer, mit Johannes dem Täufer indirekt zu Jesus selbst. Wo spreche ich dieses Gebet mitten im Wir einer betenden Gemeinschaft, zu dem das Gottesvolk Israel gehört, aber auch die Kirche geführt, die Kirche gehört. Das Gotteslob hat das größte Gewicht. Wer Gott ist und wie er handelt, bestimmt sowohl die Rolle des Johannes. Das kann man bei der Ankündigung der Geburt oder der Verheißung der Geburt des Johannes erkennen, als auch die Berufung des Volkes Gottes, nämlich auf dem Weg des Friedens zu gehen. Und wenn wir jetzt die beiden letzten Punkte miteinander verbinden, dann kann man sagen, dass im Benediktus das Hören auf Gottes Wort zur Sprache kommt. Diese dialogische Struktur, hatte ich zu zeigen versucht, ist das Kompositionsprinzip der ganzen lukanischen Kindheitsgeschichte. Niemand spricht dort, ohne nicht zuvor gehört zu haben. Ja, mehr noch, dieses Hören auf Gottes Wort selbst zur Sprache zu bringen. Das ist die entscheidende Dimension und das zeichnet eigentlich jedes wahre Gebet aus. Nun haben wir es hier fünftens mit einem Gebet zu tun, das im Ton der Psalmen gesprochen wird. Das Benediktus ist ein neutestamentlicher Psalm, ein Psalm, ein Lobpsalm in diesem Fall, der wesentliche Attribute Gottes versammelt, wie sie in der Glaubensgeschichte Israels erkannt worden sind und wie sie nun angesichts der Zeitenwende eine neue Bedeutung erlangen. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung verschafft. Und er hat ein Horn unseres Heiles erweckt im Haus seines Knechtes David. So hat er gesprochen von Ewigkeit durch den Mund seiner Heiligen und Propheten. Er hat Erbarmen erwiesen an unseren Vätern und seines heiligen Bundes gedacht. Nicht sehr stark Vergangenheitsform, aber Vergangenheit nicht als Nostalgie, sondern als Vergegenwärtigung eines prägenden, wirksam bleibenden Handelns Gottes. Ein Lob Gottes als Wahrnehmung Gottes. Durch Gottes Lob, das haben Sie sicherlich schon oft gehört, wird der Ehre Gottes nichts hinzugefügt, sondern es wird sozusagen das Herz der Betenden geweitet, dadurch, dass sie sich vergegenwärtigen, was im Blick auf Gott allen Lobes voll ist. Das ist der Ton der Psalmen im Benediktus. Im Benediktus wird Theologie sozusagen authentisch, wie sie theologischer gar nicht sein kann, als Rede von Gott, die gleichzeitig Rede vor Gott ist und auf das Wort Gottes antwortet. Das kann man nun auch im Blick auf das ganze Evangelium sagen, dass Benediktus nicht nur im Ton der Psalmen, sondern auch im Klang des Evangeliums. Zacharias blickt mit den Augen des Glaubens auf sein Kind und mit ihm auf sein Volk. Und zwar in dem Horizont, den Gott durch die Sendung des Messias geöffnet hat. Das hat jetzt starke Konsequenzen für das Verständnis der Christologie in meinem siebten Punkt, der dann auch der Hauptpunkt sein wird. Welche Art von Christologie ist es eigentlich, die wir im Benediktus wahrnehmen können? Ist es eine gesprochene Christologie? Ist es eine gebetete Christologie? Ist es keine Christologie, die sich an bestimmten Hoheitstiteln, an Würdenamen, an positiven Heilsaussagen festmacht? All das gibt es im Neuen Testament, all das gibt es auch im Lukasevangelium und in der Apostelgeschichte. All das ist wichtig, aber all das ist nicht alles, sondern es gibt auch andere Formen der Christologie, die ich jetzt hier
eine prophetische Christologie nennen würde, die eher indirekt verläuft, nämlich durch den Vorläufer Jesu, durch Johannes den Täufer. Dadurch, dass sich der Priester Zacharias auf sein gottgeschenktes Kind, das Gottes Erbarmen ja dem Namen nach auch verkünden soll, bezieht er sich auf die Hoffnungsgeschichte Israels. Und indem er sich auf die Hoffnungsgeschichte Israels bezieht, bezieht er sich auf die Umkehrbotschaft des Täufers Johannes, die er dann, Kapitel 3 wird es erzählen, öffentlich agieren wird. Und dadurch bezieht er sich auf Jesus. Und insofern ist das Benediktus, denke ich, christologisch wichtig. Es ist keine Christologie zu herabgesetzten Preisen. Es ist keine Christologie, die behauptet, es bedürfe der Explikation nicht. Aber es ist eine, darf ich so sagen, Christologie der leisen Töne. Es ist eine reflektierte Christologie, die aus der Indirektheit eine ganz besondere Stärke und Tiefe entwickelt, die dann auch den weiteren christologischen Klärungs- und Erkenntnisprozess stärkt. Was das Benediktus, Entschuldigung, anklingen lässt, wird im Evangelium erzählt und dann später in der Apostelgeschichte besprochen. Sehr viele Motive kehren wieder und gewinnen so ihre Bedeutung. Umgekehrt erschließt sich der Sinn der Evangelienerzählung und Zeugnisse durch das Benediktus in einem genuinen Horizont der Verheißung Gottes. Die Kindheitsgeschichte ist ja nicht abgetan, sondern bleibt das Vorzeichen, wenn Jesus durch seine Familie und durch seinen Glauben geprägt ist. Im Benediktus wird das Evangelium präludiert und im Evangelium wird das Benediktus expliziert. Alle drei Teile gewinnen im Lukas-Evangelium eine christologische Bedeutung, auch wenn an keiner Stelle ein explizites Bekenntnis abgelegt wird. Und das möchte ich jetzt in meinem siebten Punkt ausführen, das Benediktus im Bekenntnis des Glaubens. Gott hat sein Volk besucht und ihm Erlösung verschafft. Das, was hier mit besucht übersetzt wird, kann man auch etwas anders übersetzen. Das griechische Wort heißt episkopein, der Episkopos, der drauf schaut, der ist das Substantiv zu diesem Verb. Man kann auch sagen, er hat auf sein Volk geschaut und ihm Erlösung verschafft. Das passt wunderbar zur Lichtmetaphorik dieses Bildes und zeigt, dass dieser Besuch etwas Wunderbares ist, etwas Großartiges ist, das dann auch später anklingt in der Weihnachtsgeschichte von oben herab, also ein Besuch. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volk bereitet ist, denn heute ist euch der Retter geboren, der ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Genauso wird der Erwartungshorizont gefüllt, den Zacharias aufgebaut hat durch seinen Lobgesang Gottes. Das nächste Motiv ist das vom Besuch Gottes. Entschuldigung, das hatte ich jetzt eben. Hatte ich eben einen kleinen Fehler in der PowerPoint, können Sie vielleicht gleich noch rausschneiden. Der Besuch Gottes prägt aber auch die öffentliche Wirksamkeit Jesu. So wird zum Beispiel nach der Auferweckung des Jünglings zu Nain von den Menschen, die das wahrgenommen haben, erzählt. Große Furcht ergriff alle und sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist auferweckt worden und Gott hat sein Volk besucht. In Jesus und die Auferweckung dieses toten jungen Mannes, den Jesus seiner Mutter zurückgibt, die sonst eben halt eine schutzlose Witwe gewesen wäre, das zeigt diese Größe an dieser Prophetie Jesu. Freilich ist das Lob Gottes auch mit der Passion verbunden, weil Jesus nämlich, indem er selber
auf den Weg des Leidens geführt werden wird, prophetisch wahrnimmt, welches Leid über diese Stadt Jerusalem kommen wird. Und da steht sicherlich die Katastrophe des jüdischen Krieges vor Augen, die dann zur Zerstörung dieser Stadt und auch des Tempels geführt hat. Sie werden dich dem Erdboden gleich machen, sagt Jesus, und deine Kinder in dir, und sie werden keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deines Besuches nicht erkannt hast. Häufig wird hier von Heimsuchung gesprochen, und über das Wort kann man auch lange nachdenken und es sehr intensiv füllen, aber häufig wird auf Deutsch das Wort Heimsuchung einfach nur negativ sozusagen als Plage und Katastrophe betrachtet. Hier ist der Blick etwas viel differenzierter. Jesus weint. Kennen vielleicht die Kapelle Dominus Flevit in Jerusalem, die daran erinnert. Jesus weint, da er auf die Stadt zum ersten Mal schaut. Das heißt also, er triumphiert nicht freut sich nicht über Gottes Strafe, sondern er ist eben halt derjenige, der Mitleid hat und dieses Mitleid zum Ausdruck bringt. Er hat ein Horn, merkwürdige Formulierung, ist aber halt biblische Metaphorik, er hat ein Horn unseres Heiles erweckt im Hause seines Knechtes David. Im zweiten Samuelbuch betet David: Mein Gott, mein Fels, bei dem ich mich berge, mein Schild und sicheres Heil, meine Feste, meine Zuflucht, mein Helfer, der mich vor der Gewalttat rettet. Und wenn Sie da jetzt in die neue Einheitsübersetzung hineingehen, dann finden Sie dort auch mein Schild und Horn, meine Feste, meine Zuflucht, mein Helfer, der mich vor der Gewalttat rettet. Dann haben wir das. Und genau dieses Motiv wird mit David verbunden, indem Jesus Zeit seines Lebens seine Wirksamkeit erläutert. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner, Sohn Davids, erbarme dich meiner, so sagt der blinde Bartimäus. Und schon vorher haben wir das Davids Motiv in der Weihnachtsgeschichte. Heute ist euch der Retter geboren. Er ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Das klingt an. Es ist ein indirektes Bekenntnis, wie ich gesagt habe. Es eröffnet einen Verheißungs- und Erwartungshorizont, der dann gefüllt werden wird. Die Erlösung, die mit diesem Besuch verbunden ist sozusagen der Grundbegriff der Weihnachtsgeschichte. Aber auch dieses Motiv zieht sich durch das gesamte Lukas-Evangelium durch. Jesus sagt im Haus des Zachäus, er sei der Menschensohn, der gekommen ist, zu suchen und zu retten. Sie können auch variieren, und zu erlösen diejenigen, die verloren sind. Nicht? Und das hört nicht dort auf, sondern es geht weiter bis in die Passions Geschichte hinein. Barmherzigkeit erweist Jesus, indem er zum Beispiel Aussätzige reinigt. Jesus, Meister, erbarme dich unser. Lukas 17 ist die berühmte Geschichte von den Zähnen. Einer kehrt zurück, und das ist ein Samariter. Er kehrt zurück, um zu loben. Also wir bleiben immer in diesem semantischen Kosmos, den uns die Kindheitsgeschichte auch mit dem Benediktus eröffnet. Das berühmte Samaritergleichnis führt dazu, dass Jesus doch immerhin bei den skeptischen Schriftgelehrten die Antwort herausholt: Richtig hat der gehandelt, der ihm Barmherzigkeit erwiesen hat. Dann geh und tu desgleichen. Das sind wir gar nicht mehr so weit entfernt von den Schritten des Friedens, auf den Gott führen soll. Das Bundesmotiv, dass Jesus selber nach Lukas mit dem Becherwort beim letzten Abendmahl aufnimmt: Dieser Becher ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Nicht die Verheißung, die mit David verbunden sind, das Horn des Heiles, all das, das Erbarmen, all das sozusagen muss tief ausgelotet werden und kann tief ausgelotet werden. Nicht einfach nur durch formale, exegetische, dogmatische, wie immer, Erklärung, sondern durch die Erzählung. Durch die Erzählung, wie Jesus der
verheißene Retter ist. Und das ist genauso in der Abrahams Verheißung, wo wir jetzt keine direkte Referenz im Evangelium haben, wohl aber eine in der Apostelgeschichte, weil nämlich Petrus dort auf dem Tempelvorplatz zum Volk sagt, ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott mit euren Vätern geschlossen hat, da er zu Abraham sagte, in deinem Samen sollen gesegnet sein alle Völker. Die Öffnung ist klar, dass dann die Mission in Jerusalem, in Samaria und bis an die Grenzen der Erde genau den Horizont eröffnet, der hier eigentlich mit Abraham schon verbunden gewesen ist. Und genauso ist das indirekte Bekenntnis auch verbunden mit dem Täufer Johannes. Du Kind wirst Prophet des Höchsten heißen. Und Lukas hat dann so erzählt, da das Volk voller Erwartung war und alle in ihrem Herzen überlegten, ob nicht Johannes selbst der Messias sei, antwortete Jesus und sagte zu allen, ich taufe euch nur mit Wasser. Es kommt aber, der stärker ist als ich, dem ich die Riemen seiner Sandalen zu lösen nicht würdig bin, der wird euch taufen im Heiligen Geist und mit Feuer. Ja, das passt eins zu eins. Zacharias sozusagen antizipiert die Geschichte des Täufers Johannes. Der Täufer führt jetzt kein vorprogrammiertes Schema aus, sondern geht seinen eigenen Weg, aber er geht ihn eben halt aus genau der gleichen Intuition, Inspiration und Motivation, die in einem Gebet wie dem Benediktus zum Ausdruck kommt, bis hin zum Volk Gottes, bis hin zur Kenntnis des Heiles, bis hin zur Vergebung der Sünden. All das schreibt Johannes der Täufer Jesus zu und damit erfüllt er die Aufgabe, von der Zacharias sagt, dass er im Hören auf Gottes Wort selbst zu diesem Programm führt. Und so können wir dann auch mit dem letzten Wort sagen, umgehen. Durch dieses barmherzige Erbarmen unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, allen zu leuchten, die in der Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Die nächste Referenz, die ich dort sehe, ist das Gloria im Weihnachtsevangelium, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen seiner Huld. Sie sehen sozusagen genau, wie hier auch im Weihnachtsevangelium eine Christologie der Verheißung getrieben wird, die nicht einfach meint, schon sozusagen am Ende aller Weisheit angekommen zu sein, sondern die diese Weisheit überhaupt erst antönen lässt und zu erkennen gibt. Unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Wenn einer den Weg des Friedens gegangen ist, dann war das ganz sicher Jesus. Ein Frieden allerdings, der eben halt über die Abwesenheit von Krieg weit hinaus geht, sondern letztendlich den Frieden des Reiches Gottes meint. Das Benediktus spiegelt im Licht der Verheißung so etwas wie eine heilsgeschichtliche Christologie, die Jesus nicht von anderen abgrenzt, sondern die alles auf ihn bezieht, weil er der von Gott verheißene Retter ist. Und damit wird eine bestimmte Form von Christusbekenntnis zur Sprache gebracht, nämlich das Gebet. Im Benediktus wird das Christusbekenntnis zum Gebet und das Gebet zum Bekenntnis. Und in diesem Sinn noch einmal am Schluss dieses Benediktus insgesamt. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung verschafft. Und er hat ein Horn unseres Heiles erweckt im Hause David seines Knechtes. So hat er gesprochen von Ewigkeit durch den Mund seiner Heiligen und Propheten. Rettung vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen.
Er hat Erbarmen erwiesen an unseren Vätern und seines heiligen Bundes gedacht, des Eides, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir furchtlos aus Feindeshand befreit ihm dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm all unsere Tage. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten, um seinem Volk die Erkenntnis des Heiles zu geben in der Vergebung ihrer Sünden, durch das barmherzige Erbarmen unseres Gottes, in dem uns besuchen wird, das aufstrahlende Licht aus der Höhe, allen zu leuchten, die in der Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, um unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Soweit dieses Gebet. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit mit diesem Gebet, in diesem Geist der Inspiration auf dem Weg Jesus zu suchen, der hier angekündigt wird. Vielen Dank.